Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, Tonbild scheint da zu sein. Wunderbar. Aufgezeichnet wird das Ganze auch. Dann könnt ihr euch das nochmal mit anschauen. Und dann wollen wir hier auch zusammen starten. Ja, Opening-Strategie mitten im Laufen. Wir haben hier heute Morgen, wie gesagt, zwischen 8 und 8.05 Uhr, 9 und 9.05 Uhr, 15.30 Uhr bis 15.35 Uhr können wir unsere Preisbänder hier nutzen, um dementsprechend die Reversal Trades am Markt zu machen. Wir sehen, wir hatten hier heute Morgen die 9 Uhr gehabt. Da hatte ich ehrlich gesagt mit dem Ausbruch nach unten gerechnet. Mit dem Testen des Pivot-Levels hatten wir heute Morgen nicht gemacht, sondern es kam kurz danach zu einem Ausbruch aus unserem oberen Band. 8.03 Uhr und das ist genau der Korridor, in dem wir handeln dürfen. 8 bis 8.05 Uhr haben wir hier den Ausbruch nach oben gehabt. Closing außerhalb der Bänder, das war die Entry-Bedingung für den Reversal-Trade, Ziel 10 Punkte für den morgendlichen Trade, hat dann hier auch relativ gut genau gepasst mit der Centerline in der Mitte des Ganzen, hier Take-Profit platziert, dann dementsprechend hier auch relativ schnell nach 2 Minuten das Ganze ausgelöst, also wie gesagt, das sollte man versuchen, genauso, ihr habt es gesehen, ich hatte uns eben hier schon die Linie auf die 59er, also kurz vor Handelsstart gelegt, mich interessiert halt hier immer der Ausbruch 9 bis 9.05 Uhr aus dem Bändern. In dem Fall haben wir jetzt das untere Band schon um 59 durchbrochen gehabt. Das ist dann praktisch gleich zum Opening um 9 hier dann auch unser Einstieg in einen Reversal Trade. Ja, interessante Kursmarke. Wir sehen, hier liegt nicht nur das Pivot-Level, was ja so die stärkste Marke des Tages ist, sondern wir haben in diesem Bereich auch noch zusätzlich eine psychologisch gerade Marke, die 12.000 Punkte-Marke. Ihr wisst, da wird am Markt auf diese großen geraden Zahlen immer besonderes Augenmerk gelegt und dementsprechend natürlich hier eine unheimlich interessante Kursmarke, auf die nicht schon nur in der letzten Woche geschaut worden ist, da hatten wir sie ja schon unterschritten, sondern auch in dieser Woche genau geschaut werden sollte. Durchbrechen wir diese Marke hier, dann haben wir wirklich weiteres Abwärtspotenzial, dann sind wir auch von den langfristigen Trends hier deutlich angeschlagen. Dann haben wir Tatsache Potenzial, bis in Richtung 11.004, 11.500 nach unten durchgereicht zu werden. Oder aber wichtig der Kampf, dass wir hier zum Wochenauftakt diese Marke heute verteidigen. Und verteidigen heißt ein Schlusskurs am heutigen Tag oberhalb der Marke. Ja, der 9 Uhr dreht, wie gesagt, wir haben dann hier halt schon um 59 den Ausbruch gehabt. 9 Uhr das Opening außerhalb der Bänder ist dann die Idee auf unseren Reversal Trade, dass wir da halt eine Gegenbewegung beim 9 Uhr dreht hier von 20 Punkten erreichen. Wir sehen aber, der tut sich schon relativ schwer. Wir haben zwar die Bewegung in die richtige Richtung, aber so irgendwie mehr als 10, 15 Punkte scheint hier heute Morgen erstmal nicht bei zu sein. Hatten hier schon mal ganz schnelle 15 Punkte in den ersten 2 Gegenminuten gesehen. Aber wir sehen schon, wir sind so ein bisschen hier auch an der Mittellinie hier dementsprechend geblockt. Und dementsprechend tun wir uns da hier sehr, sehr schwer. Und wir sehen aktuell halt immer wieder das Fighten um diese 12.000 Punkte Marke. Und da ist dann auch meine Empfehlung, wenn ihr seht, dass der Trade, der springt ja normalerweise sehr, sehr schnell an, bevor euch solche Trades, wenn sie das Ziel, werden ja 20 bis 25 Punkte hier Zielerwartung nicht erreichen, bevor die euch ins Minus laufen. Wir sehen, wir könnten den immer noch plus minus null rausnehmen, solche Trades, dann nehmt die auch lieber raus. Normalerweise ist es so, dass diese Trades relativ schnell innerhalb der nächsten paar Minuten dann noch anlaufen. Jetzt haben wir schon wieder die Closings unterhalb des Pivot-Levels und wie gesagt, unterhalb der 12.000er-Marke sehr, sehr gefährlich. Wir sehen auch, wenn ich den Chart hier ein bisschen stauche, wir haben viel, viel Platz nach unten. Bei 930 liegt eigentlich erst unser nächstes Support, unsere nächste Unterstützungsmarke aus unseren Pivot-Indikatoren und daher sehr viel Vorsicht, wenn wir das nicht schaffen, die 12.000er-Marke hier zu verteidigen. Dann droht uns hier halt Ungemach und ja, das ist jetzt auch die letzte Minute unseres Handelskorridors. Zwischen 9 und 9.05 Uhr, 8 und 8.05 Uhr dürfen wir diese Trades ja eröffnen, haben auch hier nochmal auf demselben Kursniveau jetzt praktisch den Ausbruch. Also auch wenn um 9 das Ganze nicht passiert, dürft ihr auch noch jetzt um 9.04 Uhr so einen Trade hier eröffnen, aber da schaut drauf, wir sind hier wirklich unter dem Pivot-Level, da tun wir uns sehr, sehr schwer mit so einem Trade.
Und wir haben die Schlusskurse schon unterhalb der Marke. Da ist hier tendenziell eher das Durchreichen nach unten zu erwarten. Ja, das nochmal zur Opening-Strategie. Wir wollten uns heute, wir haben in den letzten beiden Education Mondays Doppeltops, Doppelbuttons, Resistance Lines, Widerstandslinien, Unterstützungslinien und die Trendlinien uns angeschaut. Das Ganze wollen wir heute natürlich auch nochmal machen, in Kombination, wie ihr die natürlich auf der einen Seite alleine handeln könnt, wie ihr die auf der anderen Seite aber auch in unsere bestehenden Handelssetups mit einbauen könnt. Ja, und wir wollen hier nochmal zur Wiederholung mit unseren Doppeltops anfangen und unseren doppelten Böden anfangen. Wie gesagt, egal ob ihr kurz-, mittel- oder langfristig handelt, in jedem Timeframe, was ihr euch auswählt, könnt ihr das Ganze nutzen. Hier zum Beispiel wollen wir heute Morgen einfach mal schauen. Hier war relativ deutlich sichtbar, dass wir hier eigentlich einen Widerstandsbereich im Markt haben. Wir haben das Opening um 8 gehabt und irgendwie war die Bewegung hier um 8 doch relativ stark gedeckt. Deckelt bei 12.025, 12.027 Punkten. Wenn ich so eine Marke habe, dass ich dreimal an einem Kursniveau hier abpralle, ist das schon relativ stark. Ja, und wir hatten uns das Ganze ja auch angeschaut mit unseren Dreiecken. Die Dreiecke haben wir ja genutzt, um unsere Double Tops, hier unsere doppelten Tops hier am Markt zu markieren. Hier, das kann ich zum Beispiel als den ersten Höchststand nehmen im Markt. Dann haben wir hier den markanten Punkt 2 gehabt. Das war der Tiefstand dieser Bewegung. Und wir sehen das dritte Mal das Anlaufen dieser Kursmarke hier oben, dieser Widerstandsmarke. Und dann haben wir halt dieses klassische Dreieck, was wir uns hier einzeichnen können. Und das ist halt eine ganz starke Verkaufskonstellation. Zum einen habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr das Ganze handeln könnt. Wir können den Punkt 2 nutzen, unseren Projektionspunkt 2. Wenn der unterschritten wird, ist das halt die Indikation hier für einen Short Trade. Auf der anderen Seite könnt ihr hier natürlich auch dann, nachdem wir die Formation 1, 2, 3, dieses Doppeltop, dieses Dreieck haben, können wir hier natürlich auch die Formation nutzen, indem wir den Farbwechsel unseres Super Candles, und das ist die Kombination jetzt zum Beispiel aus dem Ganzen, mitnehmen, wo wir dann einfach sagen, okay, bekomme ich hier den Farbwechsel nach dieser 1, 2, 3 Formation, nach diesem Doppeltop, dann kann ich hier auch dann, und so kennt ihr es mit dem Supercandle, über den zweiten roten hier in den Trade mit einsteigen. Das wäre also hier eine klassische Möglichkeit in dem kleinen Minutenchart doch schon heute zu sehen, warum wir diese Short-Tendenz haben. Ja, und die Zieltendenz ist natürlich immer so eine wichtige Kursmarke. Hier unser Pivot-Level, was ja heute Morgen auch noch diese wichtige psychologische Kursmarke ist. Ja, und ihr seht schon, wie wichtig diese Marken auch das sind der Support- und Resistance-Marken, Unterstützungs- und Widerstandslinien. Und wir sehen es hier, wenn wir in den normalen Chart gehen, hier haben wir schon die Schlusskurse praktisch unterhalb dieses Pivot-Levels nach der Eröffnung gehabt. Und das ist immer so ein Warnsignal. Mit dem Schlusskurs haben wir dieses Kursniveau durchbrochen. Und dann seht ihr, geht es auch relativ schnell hier weiter nach unten, dann setzt sich so ein Trend durch. Wir haben hier dieses Reversal am Markt gesehen, was wir ja immer gerne in der Opening-Strategie handeln, aber diese dominante 9-4er-Kerze, die dann hier praktisch wieder unter dieses Pivot-Level rauscht, was unterhalb dieser Marke schließt. Und wichtig ist ja für diese Geschichten Widerstands-Unterstützungslinie. Wir brauchen Schlusskurse ober- oder unterhalb der Marken. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr relevante Kerze. Da noch so eine kleine Verschnaufpause, so eine Orientierung am Markt. Das sind diese sogenannten Dojis. Doji war ja, wie gesagt, aus der japanischen Candlestick-Terminologie eine Kerze mit einem langen oberen und unteren Schatten und dann im Prinzip hier so ein kleiner Kerzenkörper. Das ist so mal eine Marktneutralität, wo die Anleger schauen, oh, was passiert denn jetzt hier gerade am Markt, wo man sich orientiert und das Ganze unter so einer Kursmarke schon sehr, sehr gefährlich hier, diese 12.000er-Konstellation. Und dann seht ihr, da kommt dann auch der Schwung rein und wir haben viel, viel, viel Platz nach unten. 930 wäre so das nächste berechnete Kurslevel. Da immer drauf schauen. Da haben wir halt viel Abwärtspotenzial im Markt. Und da muss man einfach von ausgehen, dass wir uns das hier dann heute Vormittag ziehen, weil mit dem Fall so wichtiger Kursmarken, gerade hier der 12.000-Punkte-Marke, haben wir uns hier natürlich deutliches Abwärtspotenzial generiert, weil sich einfach das große Bild aus den langfristigen Charts da sehr, sehr deutlich eingetrübt hat. Und da muss man halt immer sehr, sehr vorsichtig an diesen Märkten sein. So, wir schauen mal zurück, wie wir das Ganze auch hier mit unseren
Supportlinien und Trendlinien halt mit handeln können am Markt. Wir haben uns ja hier ein paar Sachen eingezeichnet, die nehme ich mal kurz wieder mit raus, damit wir uns das dementsprechend hier auch nochmal anschauen können. Auch hier seht ihr im Prinzip diese kleine Erholung nach oben, endet doch immer wieder ein, zwei, dreimal auf demselben Kursniveau. Das ist hier so die Marke bei 12.020, wenn wir uns das dann auch mal mit einzeichnen. Und deshalb habe ich eigentlich immer diese Zeichenwerkzeuge mit drin und zeichne mir so markante Kursniveaus hier sehr, sehr gerne in die Charts mit ein, wo ich dann einfach sage, das ist auch hier so ein Niveau, wo ich dann hier schon wieder sehe, dass ich hier gedeckelt bin im Markt. Und wenn ich solche Situationen erkenne, dass ich hier eigentlich so einen Widerstandsbereich im Markt mit drin habe, dann nutze ich sowas natürlich sehr, sehr gerne, um dann hier dementsprechend auch wieder andere Formationen einzuzeichnen, nämlich unser Doppeltop. Auch hier haben wir die Möglichkeit, unser Dreieck einzuzeichnen. Wir haben hier einen Höchststand gehabt, Punkt 1. Wir haben hier mehrere Höchststände auf demselben Niveau gehabt, Punkt 2. Und wir haben hier den Punkt 3. Und ihr seht auch, wie beim ersten Dreieck der Verlauf dieses Dreiecks ist nach unten gerichtet. Das heißt, der zweite Höchststand erreicht gar nicht mehr das Niveau des Punktes 1. Das sehen wir hier in beiden Dreiecken. Das ist eigentlich immer schon so eine Tendenz, der mir hier relativ deutlich die Richtung vorgibt. Das ist nach unten geneigt, dieses Dreieck. Das ist noch stärker nach unten geneigt. Und das ist einfach, dass man erkennen kann, okay, der Punkt 3 hat gar nicht mehr die Kraft gehabt, den Höchststand unseres vorausgegangenen Trades zu erreichen. Und dementsprechend droht hier dann halt dieses Ungemach, was wir jetzt hier am Markt halt sehen. Und auch hier gilt natürlich, Punkt 2 ist ja immer unser Projektionspunkt aus den charttechnischen Geschichten. Und wenn der Tiefstand Punkt 2 unterschritten wird, das natürlich hier mit einem Schlusskurs am Markt, das ist natürlich immer relevant. Der gibt uns dann die Short-Tendenz vor. Ja, und hier sieht man relativ genau, das ist dann halt nochmal so ein Trade, der Minimum hier zum Pivot-Level, ich nehme mir mal eine andere Zeichenfarbe, der Minimum dann zum Pivot-Level runter will, hier seine 10, 12, 15 Punkte am Markt mitmacht. Und das sind immer wieder Konstellationen, die ihr mit diesen Doppeltops an diesen Widerstandsmarken und gerade wenn ich so eine Marke habe wie hier oben, das sind drei Punkte. Hier hatten wir auch einmal, zweimal, dreimal diesen Widerstand getestet. Und je häufiger wir diese Widerstandsmarken im Markt hier antesten, desto mehr Punkte ich auf einem Kursniveau hier miteinander verbinden kann, umso stärker sind natürlich dann auch diese Kursmarken und dann ist das natürlich eine sehr, sehr starke Konstellation. Wenn ihr diese Konstellation zum Beispiel in unsere bestehenden Setups, darum sollte es ja heute auch nochmal gehen, mit einbaut, ist das natürlich auch umso stärker. Wir sehen, ich habe hier unsere Preisbänder mit drin und ihr seht die Formation 1, 2, 3, das erste Mal hier oben in meiner Verkaufszone, das zweite Mal in diese Verkaufszone, das dritte Mal in diese Verkaufszone reingelaufen. Das ist natürlich eine sehr, sehr starke Konstellation, wo wir hier sehen, aha, in den Verkaufszonen haben wir diese Top-Bildung. Genauso unser erstes charttechnisches Dreieck. Wir hatten ja auch hier diese 1, 2, drei Tops hier im Bereich dieser Verkaufszone gehabt, konnten uns ja hier unser charttechnisches Dreieck einzeichnen, was uns dieses Doppeltop hier markiert hat. Ja, und dann der Durchbruch durch diese Direction Line gibt mir natürlich dann hier den Weg vor. Auch hier unser charttechnisches Dreieck gibt mir hier den Weg vor, dass es hier weiter nach unten geht. Und so können wir das natürlich auch in bestehende Setups sehr schön einbauen, um dann zu erkennen, wo geht's hier eigentlich am Markt mit hin. Umgedreht gilt natürlich, wenn ich so doppelte Böden im Bereich meiner Kaufzonen entdecke, dann kann ich auch das sehr, sehr schön nutzen, um da zum Beispiel dann eine Kaufindikation zu bekommen und hier mich am Markt zu platzieren. So können wir das eigentlich sehr, sehr schön in bestehende Setups mit einbauen am Markt und dann dementsprechend das Ganze hier auch mithandeln, um dann dementsprechend da zu sehen, hier sind Widerstände im Markt, hier habe ich Doppeltops im Markt. Diese Doppeltops kann ich dementsprechend hier dann nutzen, um über den Farbwechsel des Supercandles
um mit dem Durchstreichen unseres Projektionspunktes 2 aus den Dreiecken hier Short-Positionen in die entsprechende Trendrichtung zu eröffnen und das Ganze zu nutzen. So, weiterer wichtiger Punkt waren zum Beispiel unsere Trendlinien. Die Trendlinien, wir sehen das gleich im Tool, ich blende die hier automatisch ein, die haben wir jetzt auch als automatische Version. Ich nutze trotzdem sehr, sehr gerne die visuelle Möglichkeit, die selber mit einzuzeichnen. Wenn ich solche Punkte erkenne, wir haben hier das Market Opening heute Morgen gehabt, erster markanter Tiefstand, auch noch im Bereich des Pivot-Levels. Dann haben wir hier eine Bewegung nach oben gehabt und hier so die erste Korrekturbewegung. Das ist eigentlich mein Punkt 2. So, und wenn ich zwei Punkte hier am Markt habe, ich möchte ja auch eine deutlichere Korrekturbewegung am Markt haben, nicht hier nur die letzten Spikes, das wäre eine sehr aggressive Version, eine Trendlinie zu setzen, sondern ich möchte wirklich schon mal so eine kleine Gegenbewegung haben, auch gerne mit dem Farbwechsel unseres Supercandles hier. Dann kann ich mir natürlich sehr schön aus den zwei Punkten meine Trendlinie hier im Markt mit einzeichnen und habe hier eine wunderschöne Trendlinie im Markt mit drin. Ich nehme mal unser Zeichenwerkzeug, dann sehen wir das besser, die man hier sehr, sehr schön einzeichnen kann. Ja, und was für mich dann relevant ist, ist der Durchbruch dieser Trendlinie hier am Markt. Das ist Prüfbedingung 1 im Prinzip. Also wir haben hier ja mit der letzten blauen Kerze, das ist hier schon unser Durchbruchsszenario. Das ist meine erste Prüfbedingung am Markt. Ich brauche einen Closing-Kurs, einen Schlusskurs unterhalb dieser Trendlinie. Zweite Prüfbedingung ist dann natürlich hier unser Supercandle, der dann natürlich hier eine rote Farbindikation für den Sell-Modus haben sollte und wir sehen, beide Prüfbedingungen sind erfüllt und dann kommt auch die Korrekturbewegung, die wir hier haben. Aufgrund der Zeit, es passt auch wieder typisch in dieses 9.30 Uhr, das war ja 8.30 Uhr, 9.30 Uhr Serverzeit, Halbstundenrhythmus entstehen gerne diese großen Konstellationen am Markt. Genauso hatten wir dann auch hier einen markanten Tiefstand in den Markt reingelegt, sahen dann hier eine Gegenbewegung. So, und auch da können wir uns dann, wenn wir das verbinden, eine Trendlinie einzeichnen. Ich mache das mal wieder mit unserem Zeichenwerkzeug. Also ihr nehmt euch diese Trendlinien, zeichnet euch diese Konstellation hier ein am Markt. So, versucht so viele Punkte, ich versuche mal so einen Mittelwert zu erwischen, versucht so viele Punkte wie möglich hier am Markt miteinander zu verbinden und auch hier dann unsere beiden Prüfbedingungen. Die rote Kerze ist nicht nur die Durchbruchskerze, die unterhalb des Ganzen schließt, sondern das ist auch die Kerze, die unsere Farbe hier wechselt. Damit habe ich auch Prüfbedingung Nummer 2. Eine rote Kerze, also auch hier die zweite rote, unser Entry, auch hier schöne 10, 15 Punkte Platz nach unten, um den Trade hier am Markt zu platzieren. Das Ganze könnt ihr euch manuell einzeichnen mit ein bisschen Übung. Man sah das in der umgedrehten Bewegung auch heute Morgen schon. Wir hatten hier einen Top, wir hatten hier einen Top, wir hatten hier einen Top gehabt. So, und wenn ich die natürlich in einem Abwärtstrend, wir sehen ja, wir haben hier eine schöne Bewegung nach unten, miteinander verbinde, habe ich da natürlich die umgedrehte Konstellation für ein Buy-Signal. Ich nehme einfach so viele Höchststände wie möglich und versuche die einfach miteinander zu verbinden. Wir sehen, wir haben hier sogar eigentlich auch nochmal Punkt 4 mit drin. So, und dann sehen wir hier den Durchbruch zum Handelsstart und das ist dann halt die Bewegung, wenn wir solche Kursmarken über- oder unterschreiten. In einer Tendenz, die passt von dem Supercandle, überschreitet natürlich dann mit den blauen Candles, dann sind das die typischen Buy-Konstellationen. Wenn wir sie unterschreiten, diese Trendlinie mit roten Kerzen, ist das hier unsere typische Sell-Indikation am Markt, dann können wir das Ganze sehr schön nutzen. Ja, ich hatte euch schon diesen Trendlinienindikator zur Verfügung gestellt, der die automatisch mit einzeichnet. Wir legen uns den jetzt einfach mal hier in den Chart mit rein, haben jetzt hier unsere automatisierten Trendlinien, die der Computer automatisch für uns einzeichnet. Da bei der Periode immer darauf achten, dass ihr den Wert 10 einstellt, sodass ihr dann hier dementsprechend automatisch diese Linien am Markt habt. So, und jetzt sehen wir hier, er hat sich automatisch über meine Höchststände 1, 2, hier habe ich Tops, hier habe ich zum Beispiel
das Low 1 und hier habe ich das Low 2, also die Tiefstände 1 und 2, die Trendlinie nach unten gezogen. So, und was jetzt sehr interessant ist für mich, ist die Konstellation. Ich habe schon meinen blauen Supercandle. Natürlich kann der mutige Trader jetzt hier sagen, okay, ich habe hier jetzt meine Kerze, der will bestimmt zum Pivot-Level hoch. Diese 10 Punkte, die nehme ich mir jetzt mit. Worauf wir setzen, wenn wir mit diesen Trendlinien arbeiten, das ist Prüfbedingung Nummer 1, blauer Supercandle, der ist erfüllt. Was ich jetzt aber möchte, wenn wir mit diesen Trendlinien arbeiten, das wäre das Closing oberhalb dieser Marke. Und hier haben wir zwei markante Marken und deshalb wichtig, wartet auf den Schlusskurs. Ihr seht, in der laufenden Kerze waren wir oberhalb unserer Trendlinie, waren wir auch oberhalb des Pivot-Levels, aber hier laufen zwei ganz markante Kurse zusammen und deshalb wichtig, ich möchte ein Closing oberhalb. Und das sind die Konstellationen, wenn ich mit diesen Trendlinien, egal in welchem Timeframe arbeite, wo ich diese Durchbrüche handeln möchte, schließt die Kerze oberhalb, ist das ein klassisches Durchbruchssignal. Das wäre dann meine zweite Prüfbedingung am Markt, die erfüllt wäre. Und dann erwarte ich hier halt auch einfach eine Fortsetzung am Markt, dass wir diesen Aufwärtstrend durch diesen Durchbruch dann hier fortsetzen können. Ja, das Ganze können wir natürlich auch in bestehende Setups mit einbauen. Wenn ich mir dieses Signal natürlich jetzt mit meinen Preisbändern anschaue, muss ich mir natürlich die Frage stellen, ist das jetzt eine optimale Handelskonstellation, wo ich mich jetzt praktisch schon hier so in einer Verkaufszone befinde, ist das natürlich ein relativ gewagtes Buy-Signal. Wir sind nicht nur in den Preisbändern in den Verkaufszonen, wir sind nicht nur mit dem Overbought hier in den Verkaufszonen. Sehr, sehr gefährliche Konstellation am Markt und dementsprechend hier immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, wo wir in diesem Setup sind, was auch hier wieder der Punkt ist, neben diesen statischen, automatischen Trendlinien haben wir hier natürlich auch unsere Direction Line mit drin. Dieser Direction Line war ja eine dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinie. Und auch hier immer wieder dasselbe Prinzip. Gerade beim Opening, solange wir uns unterhalb dieser Linie befinden, ist dieser Abwärtstrend intakt. Wichtig bei der Charttechnik ist immer eine Durchbruchskerze. Diese Durchbruchskerze definieren wir immer mit einem Schlusskurs ober- oder unterhalb dieser Linien. Das sind dann Handelskonstellationen. Und natürlich liegt ihr hier am Anfang auch mit diesen Setups auf der Lauer, aber ich sehe, solange ich unter der roten Linie, unter meiner Direction Line bin, bin ich hier in einem Abwärtstrend mit drin. Der Durchbruch, die Durchbruchskerze, wir sehen hier ein kleinen Hammer, das finde ich schon mal toll aus der japanischen Candlestick-Terminologie. Nach einem Doji. Doji schaltet den Markt erstmal auf neutral, hatten wir drüber gesprochen. Der Doji, langer oberer, unterer Schatten, der Körper in der Mitte. Das heißt, Käufer und Verkäufer halten sich die Waage. Das Ganze wird dann hier noch durch einen sogenannten Hammer aus der japanischen Candlestick-Terminologie bestätigt. Tolle Bodenbildung. Aber wir sind immer noch unterhalb unserer dynamischen Widerstands- und Unterstützungslinie, worauf wir achten, ist der Durchbruch. Und das ist die nächste Kerze am Markt. Wir haben hier das Closing oberhalb dieser Kerze. Und das ist dann im Prinzip hier mein Einstieg. Auch hier haben wir diese Marke überwunden. So, bevor ich es jetzt verpasse, wir wollten natürlich hier zurück in unser anderes Setup. So, worauf haben wir gewartet? Ich switch mal hier kurz um. So, was wichtig war mit diesen Trendlinien und wie ihr mit diesen automatischen Trendlinien und dem Supercandle arbeiten könnt, ist diese Kerze. Das ist meine Durchbruchskerze. Meine erste Prüfbedingung, der Supercandle, der war hier unten schon erfüllt, aber wir waren immer noch unterhalb dieser Trendlinie. Solange wir unterhalb dieser Trendlinie sind, ist das ein markanter Widerstand. Worauf ich warte, ist wirklich ein Closing, eine Kerze, die oberhalb schließt und das ist praktisch hier der Fall gewesen. Die Kerze schließt oberhalb und da seht ihr, wie Charttechnik funktioniert. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen, aber warum funktioniert so gut? Das ist eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn viele Leute das Gleiche machen, ändert sich natürlich unsere Angebots- und Nachfragesituation hier am Markt. Viele Leute warten auf diesen Durchbruch, nicht nur des Pivot-Levels, nicht nur der Trendlinie, sondern auch das Überwinden dieser 12.000er. Das war eine ganz, ganz markante Marke
gewesen. Ja, und das führt dann das dazu, dass an dem Punkt, den wir uns hier auch lokalisiert haben, natürlich alle Leute auf die Buy-Taste drücken. Damit ändert sich natürlich die Situation. Viel, viel mehr Käufer als Verkäufer am Markt. Und das erklärt dann auch, warum wir hier auf einmal so eine 30-Punkte-Bewegung am Markt kommen. Und das ist genau das, worauf wir hier sitzen am Markt und warten und dementsprechend handeln. Genau wie wir hier mit der Trendlinie drauf gewartet haben, dass wir die Linie hier als Unterstützung nach unten durchbrechen, haben wir dann mit der roten Kerze den Entry und holen uns da unsere Punkte. Und genauso haben wir uns hier diesen Durchbruch lokalisiert und holen uns dann hier unsere nächsten Punkte am Markt. Also ihr seht, wir haben mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt mit den dynamischen Trendlinien aus unseren normalen Handelssetup aus unseren Preisbändern handeln, mit der Direction Line, die ja als dynamische Linie sich etwas mehr an den Markt anschmiegt, sage ich mal. Und da war das hier unsere Durchbruchskerze gewesen, hier unten natürlich in meiner Kaufzone. Erste Prüfbedingung erfüllt, meine Durchbruchskerze, zweite Prüfbedingung erfüllt. Super, dann kann ich so ein Trade hier natürlich gerne machen. Und ihr seht auch, solange wir uns oberhalb dieser blauen Direction Line befinden, ist dieser Trend intakt. Natürlich könnt ihr dieses Kursniveau jetzt nutzen und sagen, hey, ich bleibe hier drin und nutze das Ende dieser Direction Line, um meinen SL dynamisch mitzuziehen. Ihr könnt einen Trailing Stop nutzen, der euch in einem vordefinierten Abstand das Ganze mitzieht, oder aber ihr nutzt das Ende unserer Direction Line und sagt, solange ich oberhalb bin, dieser Marke, bleibe ich investiert und versuche hier noch mehr Punkte rauszuholen. Und ihr seht, da waren wir bei 80 im Start, jetzt sind wir bei 40, dann kommt hier auch mal so eine 60 Punkte zustande. Wenn ihr hier natürlich, was ich empfehle, am Pivot-Level erstmal aussteigt, um dort die Gewinne mitzunehmen, dann haben wir zum Beispiel über unser zweites Setup, was wir uns ja heute nochmal expliziter angeschaut haben, über unsere dynamischen Linien unser Einstiegsszenario im Markt. Wie gesagt, die werden jetzt komplett automatisch generiert. Wer sie noch nicht hat, mir bitte ein kurzes Feedback geben, schicke ich euch per Mail mit zu. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur in den kleinen Timeframes. Wir haben ja nicht nur Scalping-Strategien, wir haben ja auch langfristige Strategien, ob ich das Ganze in einem Stundenchart nutze, ob ich das Ganze in einem 4-Stunden-Chart nutze. Stundenchart, klassisches Scalping, da bin ich schon mal einen Tag investiert. Wenn wir das im Tageschart nutzen, weiß ich, da bin ich dann auch schon mal ein, zwei Wochen mit investiert oder auch länger. Und auch da funktioniert das Schemata. Wir zeichnen uns das mal ein im Stundenchart. Ich sehe hier markanter Tiefstand, noch ein markanter Tiefstand, noch ein markanter Tiefstand, noch ein markanter Tiefstand. Das ist natürlich ein schöner Aufwärtstrend für mich hier von der Bewegung. Wenn ich sowas lokalisiere, dann geht es in meine Tools rein oder ihr habt die automatischen Tools, der euch ja dann hier auch mal diese Trendlinie in den Markt eingezeichnet hat. Und hier genau dasselbe. Ich brauche zwei Prüfbedingungen. Ich brauche einen roten Supercandle Nummer 1 und ich brauche einen Durchbruch durch diese Trendlinie, einen Schlusskurs unterhalb. Und das hier ist unsere Durchbruchskerze. Dann geht es hier mit der dritten rein und dann haben wir hier natürlich diese großen Kursbewegungen am Markt, die ich dann damit handeln kann. Und egal in welchem Timeframe ihr euch hier positioniert, das funktioniert immer nach demselben Schemata, je nachdem, wie lang halt euer Investitionszeitraum ist. Wenn wir hier sogar mal in den 4-Stunden-Chart reingehen, sehen wir das auch. Und auch hier funktionieren die klassischen Widerstandsmarken. Ihr seht, ich habe hier drei Kursniveaus, alle auf demselben Höchststandsniveau. Und dann auch noch wieder eine psychologisch gerade Marke, 12.500. Das heißt, das war für mich natürlich schon auch oft im längerfristigen Chart sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier erstmal drehen. Psychologisch gerade Marke, charttechnischer Widerstand, den wir im Vorfeld schon durch zwei ganz markante Punkte hier in den Markt gelegt haben. So, und dann kann ich hier natürlich genauso zeichnen. Ich habe hier einen Tiefstand, ich habe hier einen Tiefstand, ich habe hier einen Tiefstand, ich habe hier einen Tiefstand. So, und dann sehe ich, wenn ich die miteinander verbinde, mir dort eine Trendlinie einzeichne oder die bekommt ihr dann ja automatisch jetzt eingezeichnet, dann habe ich hier natürlich eine Konstellation, wo ich sagen kann, okay, wir sind hier erstmal in einem Aufwärtstrend. Solange wir uns mit blauen Kerzen oberhalb der Linie befinden, ist dieser Aufwärtstrend intakt. Sollte aber dieser Aufwärtstrend durchbrochen werden,
und dann noch der Farbwechsel erfolgen, dann ist das hier nicht nur der Durchbruch, nicht nur der Farbwechsel, dann ist das hier die Short-Konstellation. Und ihr seht, danach geht es hier auch sehr brachial nach unten. Das ist das Prinzip, wenn wichtige Unterstützungen, wenn wichtige Widerstände überwunden werden, dann sehen wir auch diese riesigen Kerzen am Markt. Nach so einer riesigen Kerze, eine ganz, ganz normale Konstellation, ist dann immer dieses Szenario, was wir hier sehen. Da sprechen wir von einer sogenannten Konsolidierung am Markt. Und auch da könnt ihr immer wieder weitere Einstiege finden. Nutzen wir da die Lows, die letzten Tiefstände und werden diese unterschritten, geht es weiter am Markt. Und dann seht ihr auch, diese Marke konnte nicht verteidigt werden. Dann auch wieder dieser große Ausverkauf mit der ersten, zweiten und dritten Kerze hier nach unten. Sehr, sehr starke Konstellation. Also ihr seht, ihr müsst das Ganze nicht nur als klassische Scalping-Strategie in den kurzfristigen Bereichen nutzen, sondern wir können das genauso gut natürlich auch hier in unseren längerfristigen Timeframes, in unseren großen Timeframes hier mit nutzen. Und ja, hier sehen wir jetzt so ein bisschen die Top-Konstellation. Und wenn wir uns das in unseren bestehenden Setups anschauen, das ist natürlich hier auch schon wieder der Punkt. Wir sind hier nicht nur in die Verkaufszone gelaufen und deshalb wichtig, wenn ihr mit den Preisbändern über den Tag arbeiten wollt, nicht nur als Eröffnungsstrategie, immer die Direction Line mit rein, diese dynamische Trendlinie. Solange wir uns oberhalb dieser Linie befinden, sind wir im Aufwärtstrend. Das ist okay, ich weiß, hier kommt eine Korrektur am Markt, der schiebt den nicht unendlich weiter nach oben. Aber solange ich mich oberhalb dieser Linie befinde, ist er eine Unterstützung. Solange ich oberhalb einer Unterstützung bin, gehe ich nicht short. Das, was mich interessiert, wäre mit dieser dynamischen Trendlinie, diese Kerze, obwohl sie positiv ist im Markt, ist es eine Kerze, die unterhalb meiner Direction Line schließt. Wir haben den Unterstützungsbereich der Linie unterschritten. Und ja, das ist dann so ein Alarmsignal. Und da sehen wir, kommen dann natürlich auch gleich wieder hier diese zwei größeren Verkaufskerzen in meiner Verkaufszone mit dem Einbruch des Overboards hier unten. Natürlich eine sehr, sehr schöne Konstellation für mich. Das sind die Trades, auf die wir warten müssen. Da kriegen wir dann halt auch die tollen Handelssignale am Markt. Und das ist das, wie wir das Ganze hier auch dementsprechend dann handeln wollen und nutzen wollen. Ja, und hier werden wir sehen, passen sich die Linien gleich an. Ich habe euch auch noch ein zweites Tool fertig gemacht. Das würde ich mir gerne mit euch anschauen. Ihr kennt unser Fibonacci-Setup. Das heißt, wir könnten hier unsere Preisbänder reinlegen. Ich nehme diese Trendlinien hier mal raus. Auch dafür habe ich euch eine automatisierte Version fertig gemacht, weil einige immer ein bisschen Probleme haben. Wo sind jetzt welche Reversal Points zu nutzen? Wie kann ich das Ganze jetzt hier in den Chart mit einzeichnen? Das gibt es auch in automatisierter Version. Das waren die Trendlines eben für Beginner und dann gibt es unsere normalen Trendlines. Ja, und ihr seht, die sind schon etwas umfangreicher und ich möchte hier, ich stelle das einfach mal auf True, möchte hier meinen Fibo-Fächer haben und sag, mich interessiert unser 61,8er-Kursniveau. 61,8 ist ja unser Entry-Niveau, was wir dementsprechend ja auch mit unseren normalen Fibonacci-Fächern nutzen, um dort einen Einstieg in den Markt zu finden. Ja, und Fibo Channel, der kombiniert gleich beides, den stelle ich mal auf False. So, und dann sehen wir auch, der zeichnet uns gleich, sollte er zumindest, wenn wir wieder online sind, die Trendlinien automatisch ein. Oder auch nicht. Na, er rechnet noch. So. Und ihr seht, wir haben hier mehrere Linien. Wir haben hier einmal die kurzfristigen und wir haben hier die mittelfristigen Fibonaccis. Kurzfristig, ich markiere euch die mal. Wir sehen hier so eine braune Linie. Wir haben hier den Höchststand und hier ist unsere 61,8. Das sind drei Korridore. Das ist der kurzfristige, diese braune. Und auch hier sehen wir, der hat euch die automatisch mit eingezeichnet. Hier genau dasselbe. Auch das sind Widerstands-, auch das sind Unterstützungslinien. Wir brauchen erstens unsere blaue Kerze und wir brauchen zweitens den Durchbruch durch dieses Kursniveau, dann ist es unser Entry. Das ist der kurzfristige Fächer, den ihr habt. Ihr seht, wir haben dann noch, also ich male den nochmal ein, diese braune Linie ist die kurzfristige Preisprojektion.
Die hat eine Zielerwartung und ihr seht, jetzt hat er sich automatisch schon angepasst. Die Linie, die ich eben hier hatte, hat sich automatisiert neu in den Markt reingelegt. Wir sehen, wir haben jetzt hier schon die Short Extension im Markt mit drin zu liegen. Da, wie gesagt, der Durchbruch mit einer blauen Kerze durch dieses Niveau ist der First Entry. Dann seht ihr, haben wir hier eine weitere Projektionslinie. Das sind die mittelfristigen Trendprojektionen. Und auch hier sehen wir, ist dieses 61,8er Kursniveau. Das ist ja unser Entry-Niveau, unser Einstiegsniveau. Und auch hier sehen wir, und das war dasselbe, was wir uns über die Charttechnik, über die Trendlinien eben eingezeichnet haben, da ist meine Durchbruchskerze. Die interessieren mich nur dahingehend, dass Prüfbedingung Nummer 1, mein Supercandle, erfüllt ist. Aber solange ich mich noch unter dieser 61,8 und ihr seht, hier sind wir auch nochmal abgeprallt an dieser Marke befinden, ist diese Linie noch nicht durchbrochen. Wenn es kein Durchbruch ist, dann darf ich es auch nicht nutzen. So, die nächste ist das Closing oberhalb. Das ist unser Einstieg hier in den Markt. Und da seht ihr, haben wir auch hier neu uns den nächsten Einstieg definiert und somit hier die nächste Indikation. Das sind die mittelfristigen. Das sind diese blauen Linien, die ihr hier am Markt seht, dieses blaue Kursniveau. Das ist die 61,8. Ja, und ihr habt immer verschiedene Kurserwartungen. Für das braune Kursniveau, für die kurzfristigen habt ihr 10 Punkte in der Gewinnerwartung. Für die blauen Projektionen habt ihr 20 Punkte in der Projektionserwartung. Und für die roten Linien, ihr seht, hier liegt noch eine rote Linie im Markt, da habt ihr 30 Punkte in der Zielerwartung. So wisst ihr relativ genau, welches dieser Fibonacci, kurz-, mittel-, langfristige Niveau wurde hier über- oder unterschritten und wie viele Punkte habe ich in der Gewinnerwartung. Das heißt, unser erster Fibo-Durchbruch hier unten, der hatte nur 10 Punkte in der Erwartung. Dieser Durchbruch hatte hier 20 Punkte in der Erwartung und der letzte Durchbruch, der hat halt 30 Punkte in der Zielerwartung, sodass ihr relativ genau sehen könnt, was ist hier zu erwarten. Ja, und das war sogar hier noch, wenn wir ein bisschen im Chart zurückscrollen, das ist sogar noch ein Shortfächer hier gewesen im Markt. Da muss ich den Chart sogar stauchen. Ihr seht, der holt sich den hier sehr weit aus der Historie. Was mich dann aber interessiert hat, das war dann natürlich hier zum Handelsstart. Der Ausbruch dieses 61,8 nach unten hat uns 30 Punkte Short Platz gemacht. Und dann sehen wir, das ist auch das, was heute Morgen mit dem Opening hier erstmal passiert ist. Angelaufen, das ist meine Durchbruchskerze, angelaufen, Pullback zum Marktstart. Und ihr seht dieses Pullback, warum war hier Schluss? Warum ging es hier nicht weiter mit diesen Linien? Genau wieder an diese Linie ran. Eine ehemalige Unterstützung wird ja zum Widerstand hier am Markt und damit hier abgeprallt. Und dann kam hier ja auch, das waren ja sogar mehr als 30 Punkte, das ist nur die Zielerwartung für die langfristigen Projektionslinien hier im Markt, diese Konstellation nach unten. Und so habt ihr hier automatisch die Möglichkeit, ihr könnt euch den Fächer selber weiter einzeichnen. Ihr seht, ich werde das jetzt einmal machen. Ich nehme mal unseren Fibo-Fächer, wie wir ihn kennen, nehme diesen Tiefstand hier am Markt. Einstellung im Supercandle, hier eine Frage, 1,5. Wenn ich mit den Trendlinien arbeite, möchte ich den etwas aggressiver nutzen. Hier die Frage heute vom Volker, welche Einstellung ich im Supercandle nutze. Da nutze ich gerne die 1,5, weil ich möchte gerne mit den Durchbruchskerzen dann auch die Farbwechselkonstellation hier mit haben, dass ich dann dementsprechend hier auch die neuen Farbwechsel und Umsprünge habe. Deshalb hier 1,5 im Supercandle. So, ich versuche mal gerade hier den Fächer mit einzuzeichnen und da sehen wir, ich habe hier uns mal den Fächer in den Markt mitgelegt, über den Tiefst, über den Höchststand und da seht ihr, hier ist das Entry-Niveau, das Entry liegt auf derselben Kursmarke. Ihr habt hier eure Take-Profit-Niveaus drin. Also ihr könnt die natürlich auch nutzen, um eure eigenen Fibo-Fächer hier nochmal zu kontrollieren, ob die auch richtig eingezeichnet sind. Macht jetzt für euch, da nehme ich euch ein bisschen Arbeit ab, die neueste Version unserer Software, der den hier automatisch in den Markt mit einzeichnet.
So, und dann jetzt hier natürlich wieder eine mega interessante Konstellation. Prüfbedingung Nummer 1 ist lange erfüllt. Meine Kerzen sind schon mal rot. So, und ihr seht diesen Hammer hier, diese vorletzte Kerze. Der war da mal durch, aber ich brauche einen Schlusskurs oberhalb. Deshalb vorsichtig an diesen Konstellationen. Jetzt die aktuelle Kerze, die stellt den Durchbruch dar, die schließt darunter. Das ist dann mein Entry-Niveau, mein Short-Niveau mit der Zielerwartung, dass wir hier natürlich im ersten Step erstmal wieder das Pivot-Level antesten. Sind jetzt 15 Punkte. Pi mal Daumen. Das ist hier mein New Entry in den Bereich mit dem Durchbruch, mit dem Schlusskurs. Unterhalb dieser Projektionsmarke habe ich hier meinen nächsten Einstieg in den Markt gefunden. Solange mein Supercandle rot ist, ist dieser Trade intakt. Versuche ich natürlich auch sein Zielniveau, sein Take-Profit-Niveau hier am Markt zu erreichen. Und so könnt ihr euch die automatisierten Trendlines, wie gesagt, das sind dann hier die Trendlines hier, beziehungsweise die Trendline für Beginners. Das sind unsere anderen beiden hier sehr, sehr schön am Markt mit einsteigen. Und ihr seht, ja, da ist der Durchbruch und dann geht's weiter. Wir zeichnen auch nochmal die anderen Trendlinien mit ein. Unsere Trendlinien für Beginner, das sind ja eure normalen klassischen Trendlinien. Ja, die sind jetzt von der Projektion noch etwas längerfristig eingestellt. Da haben wir hier noch die Höchst- und Tiefstände. Und so findet ihr aber immer wieder, nur in Kombination mit unserem Supercandle, super tolle Einstiegsmöglichkeiten in den Markt, um immer wieder neue Handelssignale zu generieren. Und natürlich funktioniert auch das in jedem Timeframe, das jetzt für unsere Scalper hier am Markt, für unsere kurzfristigen Trader am Markt, aber natürlich auch in den längerfristigen Schaubildern. Sehen wir auch hier sind die Projektionslinien eingezeichnet. Wenn wir mal in so einen Stundenchart gehen und uns das da mal zeigen lassen oder mal in den Tageschart gehen, werdet ihr sehen, auch da kann ich die für meine langfristigen Geschichten sehr, sehr schön nutzen, weil er mir hier genau die Projektionslinien einzeichnet. Ja, und ihr seht, wir haben hier diese langfristige Projektionslinie. Wir sind jetzt hier mal im Stundenchart mit drin. Da sehen wir die 61,8. Ja, und warum war jetzt hier erstmal Schluss mit dieser Erholung nach oben. Das endete genau an dieser Widerstandsmarke. Das ist erstmal ein markanter Widerstand. Überwinden wir den, dann ist es das Signal. Überwinden wir ihn nicht, dann ist es ein Widerstand, dann sind wir abgeprallt und dann sehen wir die Bewegung Short nach unten. Und ihr seht, wie ich es eben angesprochen habe, wir schauen es uns im Minutenchart gleich an, Ziel schon erreicht. Es hat jetzt keine 3 Minuten gedauert, Einstiegssignal gefunden, Ziel, Take Profit, Pivot-Level erreicht. Da geht es halt schnell nach unten. Ja, Trendlinie hatte ich angesprochen, habt ihr noch nicht, kriegt ihr von mir. Da zeige ich euch auch gleich noch was zu den Einstellungen, was ihr da einstellen müsst, weil sonst habt ihr hier noch viel, viel mehr drin und dann sieht das Bild am Anfang ein bisschen unübersichtlich aus, weil das gleich so eine Kombination ist, die hier alles im Markt mit einzeichnet. Und dementsprechend, wie gesagt, ob ihr es kurz-, mittel- oder langfristig nutzen wollt, könnt ihr diese Setups wunderschön nutzen, nur in Kombination mit unserem Supercandle. Ja, und da seht ihr, wir haben es uns gerade eingezeichnet mit dem Entry. Das waren dann die nächsten 15 Punkte. Und ihr seht, wie viele Punkte ich nur mit diesem simplen Setup. Natürlich kann ich mir hier noch meine Preisbänder mit einzeichnen. Ihr seht, da war das Anteasern dieser Marke. Der hat der Hammer noch darüber geschlossen. Die nächste Kerze, das war unser Durchbruch nach unten. Das ist mein Entry in den Markt. Ja, und ihr seht, er zieht sich so vor. Das hat keine 3 Minuten gedauert. Dauert die nächsten 15 Punkte am Markt und ja, fällt hier sogar noch weiter, weil wenn ihr unseren, das habe ich jetzt hier noch nicht mit einprogrammiert, wenn ihr unseren klassischen Fibo-Fächer natürlich hier dann auch mit anzeichnet, nachdem ihr diese Projektion habt, dann seht ihr die Highs und Lows, diese beiden roten Umkehrpunkte, das sind dann auch hier unsere Reversal Points und dann seht ihr, wow, der hat ja eigentlich bis zum Take-Profit-Level nach seinem Entry noch viel, viel mehr Platz. Also das wären die alten Tiefstände, die wir heute Morgen mal bei 970 in den Markt gelegt haben. Da ist natürlich noch viel, viel Platz nach unten. Da kann man die dementsprechend noch hier
ein bisschen laufen lassen. Da haben wir noch sehr, sehr viel Platz. Und wenn ihr das Ganze natürlich hier auch in unseren bestehenden Setups nutzt und egal, ob ihr das mit unseren Preisbändern nutzt und dann dementsprechend hier die Projektionsmarken reinmacht und seht, wow, cool, ich kriege in meiner Verkaufszone den Durchbruch, dann wisst ihr auch, wo der hinläuft und ihr seht, hier geht es direkt nicht nur ans Pivot-Level, sondern noch ein Stück weiter. Er läuft hier sogar nochmal in unsere Kaufzone mit rein, teasert hier unser Kaufniveau ein. Da sage ich erstmal, komm, in der Kaufzone hast du erstmal in so einem Sell-Trade nichts mehr zu suchen. Oh, und dann haben wir aber auch schöne 15, 20 Punkte mit einem sauberen Einstieg hier mitnehmen können. Das Ganze könnt ihr auch nutzen, wenn ihr hier, einige von euch weiß ich, arbeiten mit unserem Extreme-Channel. Den schauen wir uns auch einmal an. Da können wir das Ganze auch natürlich mit einbauen. So, und egal, ob ihr hier die Trendlinien nutzt in diesem Setup, ich blende mal hier unsere Trendlinien mit ein. Und dann schauen wir uns das Ganze hiermit mal an. So. So, Trendlinien, zack. So, und da seht ihr hier zum Beispiel in meiner Verkaufszone, meiner Parabel, dann der Durchbruch durch die Trendlinie. Wenn ihr hier noch den Supercandle mit einmalt, ihr habt es ja in den anderen Bildern gesehen, wow, und der dann rot ist, dann wisst ihr doch, wo er hinläuft und wir sehen, wir laufen wunderschön in diesem Setup, wollen wir ja aus den Verkaufszonen in die Kaufzonen. Und natürlich liege ich hier wieder auf der Lauer, meine Parabel zeigt ja nach oben, also er avasiert mir für die nächste Zeit hier einen Aufwärtstrend mit an, zumal wir ja immer noch um diese gerade 12.000er Marke hier kämpfen und wenn sich das dann so ergeben sollte, dass er mir die Trendlinien gleich in automatisierter Version hier einzeichnet und ich dann mit meinem blauen Supercandle nach oben ausbreche, fühle ich mich natürlich sehr, sehr wohl in diesem Trade. Genauso zum Beispiel, wenn er hier diese Trendlinien hatte, vorhin hier Höchststand 1, hier Höchststand 2, er überwindet sie. Wir starten aus der Kaufzone mit einem neuen Buy-Signal. Wissen wir, der will Minimum in die Verkaufszone. Nehmen wir den auch mit. Also egal, in welchem Setup ihr arbeitet, ihr seht, wir können alleine mit diesen Trendlinien arbeiten. Also den Short Trade haben wir uns ja jetzt auch ohne Hilfsmittel, ohne weitere Prüfberater hier erarbeitet. Oder aber, wenn ihr die in die bestehenden Setups einarbeitet, wunderbar, funktioniert in beide Richtungen. Ich möchte euch das Ganze auch nochmal mit dem Fibos hier mitzeichnen, einzeigen, dass auch die hier wunderbar genutzt werden können. So, Alarme weg. So, denn unsere Trendlines hier rein. So, und hier zu den Einstellungen. Da müsst ihr euch ein bisschen durcharbeiten. Was ich will, Fibo-Fan. Das ist unser Fibonacci-Fächer. Den müsst ihr von False erstmal auf True stellen. So, und ich habe hier mehrere Projektionslinien schon mal einprogrammiert. Mich interessiert aber nur das 61,8. Das heißt, bei den Fibo-Free-Fan geht ihr einfach rein und löscht euch die 78,6 mit raus hier aus dem Chart und löscht euch auch die 38,2. Das sind Kursmarken, die uns nicht relevant interessieren. Zumindest habt ihr hier die Einstiegsbedingungen noch nicht kennengelernt, wie wir die hier am Markt mit nutzen. Das heißt, die löschen wir raus und ich lösche mir meine 38,2 hier raus am Markt. Ich möchte wirklich nur die 61,8 und beim Fibo Channel, da müsst ihr drauf achten, den nehmt bitte mal auf False. Das werden wir im Education Level 3 besprechen, sonst habt ihr hier einen Chart mit 1000 Linien und wisst nicht, was hier eigentlich passiert am Markt. So, hier im Prinzip genau dasselbe. Auch hier sehen wir jetzt wieder unsere braunen, die kurzfristigen, die blauen, die mittelfristigen, die roten Projektionslinien, die 61,8, die langfristigen. Und ihr seht natürlich auch hier die Konstellation, wo ich immer wieder Einstiege in den Markt befinde. Wir hatten ja hier unsere 61,8 Buy-Projektion. Wenn die in der Kaufzone startet, weiß ich, wir wollen in die Verkaufzone. Wir haben hier unsere 61,8 Short-Projektion drin zu liegen. Wenn wir die mit einem roten Kerzenkörper hier durchbrechen aus unseren Super Candles, dann weiß ich, der will in die Kaufzone mit reinlaufen hier unten. Und so findet ihr immer wieder Konstellationen hier am Markt, um hier neue Handelssignale auch
in bestehenden Setups zu handeln und zu generieren. Ja, und wir sehen, er hat die Trendlinien jetzt angepasst. Er hat hier Punkt 1, er hat uns hier Punkt 2. Wir haben hier schon mal ein Unterstützungsniveau, was ich in meinen Kaufzonen schon mal sehr, sehr schön finde. Wir brauchen noch zwei Kerzen, dann wird er uns die Widerstandslinie hier auch neu projizieren, wird uns wahrscheinlich hier gleich eine Widerstandslinie einzeichnen. Und wenn ich die dann natürlich mit einer blauen Kerze durchbreche, nach oben durchbreche und eine nach oben gerichtete Parabel hier im Chart habe, dann ist das natürlich eine wunderschöne Buy-Konstellation. Also ihr seht, wir können das wirklich in jedes Setup mit einbauen und das wirklich in jedem Setup wunderschön mit nutzen. Können noch mal einmal zur Wiederholung in die Preisbänder mit rein, dass ihr das da noch mal seht. Und so PB Channel. Und dann seht ihr, finden wir, egal ob wir sie alleine handeln oder aber in Kombination, und desto mehr Prüfbedingungen ich hier habe, umso besser ist es. Auch hier sehen wir, wunderschön in meine Kaufzone gelaufen. Plus 12.000 Punkte Marke. So, und dann sehen wir, wenn wir mit der dynamischen Trendline arbeiten, dann seht ihr hier auch, die sind alle noch darunter. Noch ist die als Widerstandslinie intakt. Die nächste Kerze, die wir sehen, diese Kerze, das ist die erste Durchbruchskerze hier am Markt. Das ist die erste Kerze, die oberhalb dieser dynamischen Trendlinie schließt. Das ist natürlich auch ein Einstieg. Hier kann ich einsteigen in den Trade. Ich weiß aber, der ist erstmal, die Mittellinie ist weiß, neutral. Da ist das natürlich hier erstmal mein Take-Profit-Niveau, weil dieses Niveau gleichzeitig ein Widerstandsniveau ist im Markt und da prallen wir erstmal wieder ab. Das dürfen wir auch. Wenn wir uns sehr weit von dieser dynamischen Trendlinie hier entfernt haben, sehen wir immer erstmal wieder eine Bewegung nach unten an diese Linie ran. Und die sollte jetzt natürlich halten und nicht unterschritten werden, weil sonst geht es weiter bergab. Und das ist eigentlich die Konstellation, die wir, wenn ihr die aus dem nackten Chart handelt, hier sehr schön sehen. Ihr seht, auch hier hat er uns die Trendlinie schon sehr schön angepasst. Hier war Punkt 1, hier war Punkt 2. Und ihr seht, noch hält sie als Unterstützung. Das ist jetzt relevant für mich. Dieser Punkt 3 hält diese Linie auf Schlusskursbasis. Dann hält es als Unterstützung, dann würde es nach oben gehen. Jetzt sieht es nach dem Durchbruch nach unten aus. Und damit habe ich erneut den Kampf ums Pivot verloren. Habe erneut eine Trendlinie mit einem roten Supercandle durchbrochen und dann ist es der nächste Entry am Markt. Wir haben eben ja schon wunderschön dieses erste Entry über das Fibo gehandelt, zum Pivot schön 15 Punkte geholt und dann ergibt sich hier im Prinzip gleich die nächste Entry-Situation am Markt, wo ich dann sagen kann, jawohl, das ist der Schlusskurs. Und ihr seht eine ganz häufige Reaktion, nachdem wir so eine wichtige Marke durchbrochen haben, geht es erstmal in die Gegenrichtung. Das ist das Pullback am Markt. Da haben wir auch drüber gesprochen. Wenn wir diese Widerstände, wenn wir diese Unterstützungen unter- oder überschreiten, kommt es immer wieder gerne zu einem Pullback. Ein Pullback ist ein Kursrücksetzer. Wir testen diese Marke nochmal an und ihr seht, der läuft genau an diesen Widerstand hier mit ran. Und das ist euer perfekter Entry-Zeitpunkt in den Markt. Da gehen wir rein. Wir nutzen dieses Pullback, um einen Trade hier am Markt zu eröffnen. Ja, wir haben den Bereich der Unterstützungslinie hier durchbrochen. Wir haben das Pullback. Und jetzt seht ihr, passt er uns auch die Projektionslinie an. Er nutzt jetzt den Höchststand 1. Er nutzt jetzt den Höchststand 2. Passt diese Linie automatisch an. So, damit habe ich hier ja den nächsten markanten Widerstand im Markt. Und solange wir uns mit den Kerzen unterhalb dieser Widerstandslinie befinden, sind wir in einem Short-Modi. Und dann sammeln wir uns natürlich hier die Punkte mit ein. Umgedreht weiß ich dann aber auch wieder, kommt irgendwann hier unten der Durchbruch mit einer blauen Kerze über dieses Widerstandsniveau. Dann habe ich mir den nächsten Buy-Trade hier aufgemacht und so könnt ihr mit diesen einfachen Setups
ganz alleine im Chart, so wie ich jetzt. Und ich würde empfehlen, arbeitet nicht mit allem drin. Ihr seht, wir haben jetzt hier schon ganz, ganz viele Linien hier im Markt. Das sieht schon recht bunt aus mit den Linien fürs Anfängerstadium. Deshalb habe ich euch die Trendlines for Beginners eingezeichnet. Das sind eigentlich nur unsere beiden roten Linien, die ich uns jetzt nochmal farbig markiere. Oder aber ihr sagt, ich arbeite dann mal mit meinen automatisierten Fibo-Fächern. Das sind diese Kursniveaus, die ich euch jetzt markiere. Das ist der kurzfristige, der hat mindestens 10 Punkte in der Erwartung. Passt der super zum Pivot-Level, das waren 12, 15 Punkte gewesen. Wir haben diese mittelfristigen Projektionen, das sind die blauen 61,8. Und wir haben die langfristigen Projektionen, das sind diese roten 61,8. 10 Punkte, 20 Punkte, 30 Punkte in den Gewinnerwartungen. Ja, und ihr seht, auch hier so ein Einstieg am perfekten Punkt bei 12.000. Wir sind schon wieder bei 990. Also unsere 50 Punkte, die wir brauchen am Tag, um unsere monatliche Zielerwartung zu erfüllen, aus unserem Businessplan, seht ihr, ist überhaupt keine Herausforderung. Und da reicht uns hier auch die erste Stunde am Markt. Und nach diesem amerikanischen Prinzip, KISS, keep it simple and stupid, seht ihr, bekommen wir hier mega einfache, aber sehr, sehr valide Handelssignale, die wir hier natürlich sehr, sehr schön nutzen können. Gut, unser Counter, mein Counter zumindest, der blinkt hier schon wieder. Unsere Stunde ist schon fast wieder um. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu diesen Trendlinien habt, bitte mir nochmal hier in den Chat reinstellen. Dann können wir da vielleicht noch 4 Minuten haben wir noch, mal kurz drauf eingehen. Ansonsten werde ich euch, sobald das Video fertig ist, euch das Video von heute wieder zur Verfügung stellen. Werde euch die beiden Indikatoren dann auch nochmal mit zukommen lassen. Schreibt mich an, wer die noch nicht hat, weil wir haben hier natürlich auch ein paar Gäste mit drin. Ich kann die nicht als Sammelmail rausschicken. Wer die automatisierten Trendlinien in der Form so noch nicht hat und die haben will, bitte kleines Feedback an mich. Dann schicke ich euch die separiert nachher mit raus. Ansonsten haben wir jetzt nochmal kurz Zeit für Fragen. Ja, und ihr seht, auch der hat schon wieder hier seine 20 Punkte sich zusammengearbeitet. Sehr, sehr schönes Szenario hier. Und deshalb immer viel kombinieren. 12.000er Marke, gerade psychologische Marke, zusätzlich Pivot-Level am Markt. Allein dieser Schlusskurs hier vor schon interessant für mich. Dann der Durchbruch durch die Trendlinien. Natürlich mega, mega starkes Handelsszenario. Und ihr seht, wir haben über unseren Fibo-Fächer diesen Einstieg bekommen, dann waren wir in der Phase mal einfach nicht investiert gewesen. Ist ja auch okay, der Markt bewegt sich seitwärts ohne Trend. Haben hier aber unser nächstes Entry in den Markt gefunden, hier die nächsten 20 Punkte rausgeholt und genauso natürlich davor mit diesen Beifächern. Der erste Beifächer überschritten, hier der 61,8, der hat 20 Punkte in der Erwartung, brauchen wir gar nicht ausmessen. Also ihr seht, die 50 Punkte heute Morgen, keine große Herausforderung am Markt. Die dementsprechend mitzunehmen. Ja, und jetzt seht ihr, was erreichen wir? Wer sich jetzt natürlich diesen automatisierten Fächer genutzt hat und unseren eigenen Fibo-Fächer, der ja auch noch die Zielprojektion mit drin hat, ich lege den hier nochmal an, mit eingezeichnet hat, der sieht, da seht ihr, wo wir uns gerade befinden. Wir haben unser Take-Profit-Niveau erreicht. Vom großen ersten Entry hier, da waren wir noch bei 12.020 Punkten, sind wir jetzt bei 970. Der hatte eine große Erwartung von 50 Punkten, das ist mal allein unser Tagesziel. So, und wir sehen aber auch, er zieht sich dieses Take-Profit-Level, was wir uns hier heute Morgen schon mit unseren Fächer einzeichnen konnten. Er zieht sich hier die Punkte. Und ja, so wissen wir auch, wo die Märkte hinwollen. Das ist jetzt erstmal mein allerspätestes Exit hier am Markt, wo ich sage, danke, Tagesziel allein mit so einem Trade hier erreicht. Und ihr seht aber, die Projektion TP2, TP3, die gehen heute noch viel weiter. Und das ist ja, was ich heute Morgen angesprochen habe. Durchbrechen wir das Pivot-Level, durchbrechen wir die 12.000er. Die nächste Support-Marke über unsere Pivot-Punkte liegt erst bei 930 hier im Markt. Ja, und wenn wir dann mal den Chart ein bisschen stauchen, sehen wir, da liegt dann auch genau unser Take-Profit-2-Level über den Fibo-Fächer. Also es wäre nicht verwunderlich, wenn wir diese Kursmarke hier heute Morgen oder im weiteren Handelsverlauf noch sehen. So, ich hoffe, es war wieder interessant für euch gewesen, wie wir wirklich mit diesen Tools, da haben wir jetzt das wirklich dreimal besprochen, das soll denn jetzt auch reichen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, können wir es natürlich immer mal wieder in einen Trading Floor mit einbauen.
diese Tools, aber baut die in euer Trading mit ein, egal ob ihr kurz-, mittel- oder langfristig hier an den Märkten unterwegs seid. Sehr, sehr mächtiges Tool, gerade in Kombination nur mit dem Super Candle oder aber in Kombination mit unseren Preisbändern, mit unseren Extreme Channels, weil ihr seht, wenn natürlich so ein Handelssignal hier in meinen Verkaufszonen meiner Preisbänder, in den Kaufzonen meiner Preisbänder entsteht, das sind dann natürlich die Big Movements hier am Markt. Das sind die großen Trades hier am Markt. Und wenn wir die dann miteinander kombinieren, und das ist ja so der Ausbildungsweg, den wir zusammen gehen, Step by Step, immer ein Tool zum anderen, dann seht ihr, bekommen wir hier sehr, sehr schöne, sehr, sehr starke, valide Signale. Ja, und dann sammeln wir uns auch relativ gut und einfach nachher unsere 50-Punkte-Tagesziel mit ein. In dem Sinne darf ich mich bedanken. Hoffe, es war wieder interessant für euch gewesen. Wenn das Video fertig ist, schicke ich euch zu. Für diejenigen, die die Indikation hier noch nicht haben wollen, schickt mir eine kleine Nachricht. Dann schicke ich euch die nachher mit zu. Und in dem Sinne wünsche ich allen anderen erstmal, unser Tagesziel haben wir nun schon erreicht. Einen schönen Feierabend fürs Trading zumindest oder weiter erfolgreiche, gute Trades in der Woche. Dankeschön.